Du bist natürlich überhaupt nicht die einzige Person, die sich fragt, wie soll das eigentlich gehen mit dem Milchkefir? Gerade wenn die Knöllchen die Milch schon ein bisschen fester gemacht haben, wie soll denn das jetzt da rausgehen? Meine Milch sieht zum Beispiel jetzt gerade schon so aus. Du siehst, es ist schon sehr, sehr dick. Ich habe ein Sieb. Oh ja, dieses Sieb ist aus Metall und es macht überhaupt nichts. Aluhut absetzen, Knöllchen durch Metall sieben, ist überhaupt kein Problem. Tu den Kefir da einfach rein und dann wird erstmal geschüttelt. Manchmal reicht das nämlich schon. Und du siehst, der dickflüssige Kefir tropft unten durch und oben sieht man immer deutlicher, dass die Knöllchen übrig bleiben. Deswegen wird es auch in eine größere Schüssel gesiebt, damit ich beherzter schlackern kann. Das Ganze wird dann später wieder in ein ähnliches Glasgefäß umgefüllt, weil ich es weiter stehen lasse. Ich mache ja aus dem Milchkefir immer gerne Käse. Man kann sich dabei gerne ein Liedchen singen oder pfeifen, damit die Zeit schneller vergeht. Reste. Auch ein bisschen rauskratzen. Ich will ja nicht so viel, möglichst gar nichts verschwenden. Das meditative Schlackern mit der Hand. Und sich ein kleines Liedchen dabei singen, geht sehr gut. Sollte der Kefir schon ein bisschen fester sein oder ihr seid zu müde oder ihr findet das alles auch total lästig, dann kann man natürlich auch einfach mit dem Löffel vorsichtig ein bisschen hin und her kratzen. Kann man das sehen? Dadurch geht die Milch raus. Respektive der Kefir, was es ja jetzt schon ist. Und zurückbleiben, wie man gut erkennen kann. Die Knöllchen, die ich jetzt entweder in den Kühlschrank tue, damit sie noch ein bisschen sich ausruhen können, oder einfach gleich einen neuen Milchkefir damit ansetze. Habt ihr noch Fragen? Stellt sie in den Kommentaren. Viel Spaß mit eurem Milchkefir!